37 Sekunden nach seiner Einwechslung hat Kapitän Vedat Ibišević den Bundesligisten Hertha BSC in das Achtelfinale des DFB-Pokals geschossen. Vor allem dank des Treffers ihres Torjägers gewannen die Berliner beim Zweitligisten Darmstadt 98 mit 2:0, 0:0. Der Traum vom ersten Finale im eigenen Stadion lebt damit weiter. Erlebe die Bundesliga-Highlights auf der ZN. Hol dir jetzt deinen Gratis-Monat. Ibišević traf in der 65. Spielminute für die Berliner, die zuvor extrem viel Mühe mit den tapferkämpfenden Lilien hatten. Das zweite Tor erzielte Maximilian Mittelstädt 88. Durch den Einzug in die Runde der letzten 16 Teams, die am kommenden Sonntag ausgelost und am 5. Februar ausgespielt wird, darf sich die Hertha auch über viel Geld freuen. Die Teilnahme am Achtelfinale wird mit 664.000 Euro prämiert. Da die Berliner auf der Autobahn im Stau gestanden hatten, begann die Partie im Stadion am Berlin-Falltor vor 15.000 Zuschauern mit einer Verspätung von 15 Minuten. Die Gäste benötigten dann auch Zeit, um auf Betriebstemperatur zu kommen, die Mechanismen liefen längst nicht so reibungslos ab wie gewohnt, vielleicht wegen der zahlreichen Umstellungen. Hertha-Coach Dada rotierte in Darmstadt wie angekündigt hatte Hertha-Coach Baldada kräftig rotiert. Der Ungar änderte seine Formation im Vergleich zum 2:2 bei Borussia Dortmund, das von Gewaltexzessen einiger Ultras überschattet worden war, auf 5 Positionen. Unter anderem nahm Ibišević zunächst nur auf der Bank Platz, der Stammtorhüter Rune Jahrstein stand gar nicht erst im Kader. Angreifer Davy Selke, der für Ibišević als einzige Spitze stürmte, gab in der 8. Minute zwar den ersten Torschuss ab. Der Gastgeber, der sich nach einer schwierigen Phase im Unterhaus mehr und mehr zu stabilisieren scheint, wirkte insgesamt allerdings entschlossener und gieriger und das stellte die Berliner vor Probleme. Kurz vor dem Ende der ersten Halbzeit wurde Hertha jedoch besser. Darmstadts Keeper Daniel Heuer-Fernandes musste gegen Salomon Kalou, 37. 39. gleich zweimal aus kurzer Distanz das 0:0 retten. In den zweiten Durchgang starteten die Berliner viel besser, sie waren von Beginn an bereit. U21-Nationalspieler Arne Meyer, 51. prüfte Heuer-Fernandes erst aus der Distanz und etwas später mit einem verdeckten Schuss, 58. Der Treffer von Ibišević hatte sich angedeutet, die Berliner erhöhten nach der schwachen ersten Halbzeit merklich den Druck und engten Darmstadt in deren Hälfte ein. Punkt. Nach dem Tor war der Favorit um Kontrolle bemüht.